Hallo, ich bin Karin Plötz und leite die NGO LitCam. Als vor einem Jahr Matthias Knöß, der Vorstandsvorsitzende der Lene-Neuhaus-Stiftung, auf mich zukam und mir von der Idee erzählte, dass er gerne ein Buch mit Geschichten von jungen Fußballspielern machen wollte, war ich sofort begeistert. Jetzt liegt das Ergebnis vor, das Buch ist fertig gedruckt und 11 junge Fußballspieler von Mainz 05 haben ihre Geschichten geschrieben. Und das Buch ist noch besser geworden, als ich überhaupt dachte. Wie das Buch entstanden ist, das erfahrt ihr jetzt in dem Film. Und der Erste, der den Anfang macht, ist Matthias Knöß, der Herausgeber von Fußball findet auch im Kopf statt. Viel Spaß! Die Jungs lesen nicht. Eine große Behauptung. Wir von der Nele-Neuhaus-Stiftung haben ganz viel Lese-, Schreib- und Sprachförderung betrieben und mit Projekten junge Leute und Kinder angesprochen. 98-99% in allen Projekten und Veranstaltungen waren Mädchen. Diese 1-2% Jungs, das waren die Elite, die hat sich messen wollen mit den starken Mädchen. Jungs lesen nicht, weil, und jetzt geht's weiter, es vielleicht keine adäquate Literatur gibt für diese Altersgruppe. Uninteressant für die Verlage, eine kleine Gruppe, die wachsen schnell raus aus der Zielgruppe. Wir wollten was für Jungs machen. Einmal verstehen und die These widerlegen, Jungs lesen nicht, und die These bestätigen, weil es keine adäquate Literatur gibt. Womit macht man das? Natürlich mit Fußball. Ich hatte einen guten Freund besucht, sein Junge spielt Fußball und er hat mir eine Geschichte erzählt von einem Mitspieler, die hat mich so berührt und da habe ich überhaupt erst realisiert, was die Jungs bereit sind für den Fußball zu geben und zu tun. Also war schnell die Plattform gefunden, wir wollen ein Projekt mit Jungs machen, die lesen und schreiben, im Umfeld des Fußballs. Naja, bei einem Bundesligaspiel in Mainz kam es zum Gespräch mit dem Vorstand. Und der Vorstand hat sich diese Idee angehört und war sofort begeistert. Wir haben also in Mainz, Fußball findet auch im Kopf statt, mit jungen Nachwuchsleistungsspielern realisiert. Ein tolles Projekt. Die Jungs haben mit ihren eigenen Händen und Stiften ganz klassisch handschriftlich aufgeschrieben, was ihre Geschichte ist. Dann wurde verbessert, grammatikalisch, inhaltlich. Es wurde nachgefragt. Und so sind tolle, große Geschichten entstanden, die von einem professionellen Texter überarbeitet wurden und Einzug in das Buch gefunden haben. Fußball findet auch im Kopf statt. Mein Name ist Jonas Schuster, ich bin 32 Jahre alt, bin der pädagogische Leiter vom 1. FSV Mainz 05, habe das Amt jetzt inzwischen seit 4 Jahren inne, bin aber schon in der 10. Saison hier bei Mainz 05, habe hier als Jugendtrainer begonnen im Grundlagen- und Aufbaubereich und dann über die U19-Bundesliga als Co-Trainer bin ich hier zum Beruf als pädagogischer Leiter bekommen. Zu meinen Alltagsaufgaben zählt eigentlich die Betreuung unserer Internatsspieler. Davon haben wir momentan 32 Stück bei uns im Kolpinghaus in der Stadt. Dazu bin ich auch noch Schulkoordinator, sprich alle unsere Jugendspieler im Nachwuchsleistungszentrum, was so um die 200 Spieler sind, sind natürlich neben dem Fußball auch noch anderweitig beschäftigt und ich sorge eben dafür, dass sowohl die schulische als auch die sportliche Karriere parallel bei den Spielern optimal verläuft. Die Ausbildungsphilosophie im Nachwuchsleistungszentrum von Mainz 05 basiert auf 3 Säulen, der sportlichen Säule, der Persönlichkeitsentwicklung und der beruflichen schulischen Säule. Und wir sorgen immer dafür, dass unsere Spieler neben dem Fußball eben auch noch etwas in der Schule oder in der beruflichen Richtung machen. Wir haben eine relativ geringe Prozentzahl an Jugendspielern, die es wirklich schaffen, Fußballprofi zu werden oder dann auch, wenn sie Fußballprofi werden, ihr ganzes Leben lang finanziell davon zehren zu können. Dementsprechend ist es extrem wichtig, diesen Plan B zu haben. Und da haben wir eine große Verantwortung dafür und sorgen auch wirklich dafür, dass alle Spieler, die wir haben, den an ihren Ansprüchen gemessen höchsten Schulabschluss machen. Ja, als ich zum ersten Mal von der Idee des Buchs gehört habe, war ich direkt Feuer und Flamme und dachte, dass das wirklich was ist vom Konzept her, was super zu unserem Verein passt. Meine erste Aufgabe war dann, Spieler dafür zu rekrutieren, sage ich mal, und die davon zu überzeugen, bei diesem Buch mitzumachen. Ich bin dann als allererstes natürlich an unsere Internatsspieler ran, weil das die Spieler sind, mit denen ich auch den engsten Draht habe, da ich sie eben täglich bei mir in meiner Umgebung habe. Und war auch ein bisschen überwältigt von der Resonanz, die da kam. Also wir haben 30 Spieler zu dem Zeitpunkt im Internat gehabt. Und ich glaube, innerhalb von einem Tag hatte ich 8 bis 9 Zusagen von Jungs, die wirklich gesagt haben, ich will da mitmachen, ich will Teil dieses Buches sein, ich will meine Geschichte erzählen. Damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe gedacht, so 3-4 melden sich bestimmt, dann kann ich vielleicht noch 3-4 überreden.
Aber dass dann wirklich direkt so viel Freiwillige kamen, hat mir auch einfach gezeigt, dass wir die richtigen Jungs bei uns im Verein haben, die für sowas zu haben sind, die eine interessante und gute Geschichte zu erzählen haben. Und ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ich bin Tristan Bohn, bin 18 Jahre alt, ich spiele jetzt seit 4 Jahren hier in Mainz. Ich spiele momentan in der U19, mein letztes Jahr in der Jugend. Kam davor von Kickers Offenbach, komme ursprünglich aus Hanau, das ist ca. 20 Minuten von dort entfernt, und lebe hier im Internat. Mein Fußballidol ist Kevin Trapp, den ich seit klein auf schon verfolge, und einfach die Art, wie er Fußball spielt, wie er sich seinen Mannschaftskollegen gegenüber verhält, auf dem Platz sich präsentiert, einfach mega gut gefällt. Von dem her ist er für mich ein super Vorbild, dem ich danach eifern kann. Wie ich dazu kam, das Buch zu schreiben, es war so, dass ich oben in der Nachhilfe war und dann Jonas quasi reinkam mit der Idee, bei dem Buch mitzumachen, unsere persönliche Geschichte zu erzählen, zu sagen, wie das ist, quasi in einem NLZ zu spielen, zu Hause auszuziehen, quasi ein eigenes Leben zu führen. Und das fand ich eine super Sache, weil man da halt einfach, ich meine, es gibt ja schon so gewisse Stereotypen gegenüber dem Fußball, wenn man da ein bisschen aufräumen kann und da halt auch ein bisschen tiefere Einblicke geben kann. Die Arbeit am Buch hat mega Spaß gemacht. Natürlich war es am Anfang ein bisschen schwierig, weil man ja da schon, sag ich mal, ein bisschen tiefer ins Detail gegangen ist und da halt auch gewisse Dinge offenbaren musste oder halt ein bisschen über schwierige Themen sprechen musste mit Personen, mit denen man halt nicht so vertraut war. Aber man hat auch ganz schnell gelernt, dass es eben auch was ganz Positives sein kann, darüber zu sprechen, dann halt auch mit anderen Leuten darüber zu sprechen, zu merken, okay, die haben vielleicht das Gleiche erfahren oder denen geht es in anderen Lebenssituationen ähnlich. Und daraus dann halt auch eben Lehren zu ziehen, zu schauen, wie lösen andere Leute schwierige Situationen und was kann man daraus für sich selbst mitnehmen.